So, und damit hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 34. Forzathon. Hier in der Horizon 3 heute mal an diesem Dienstag wieder mal. Sage ich dir jetzt meines Wissens nach, jetzt von heute, von Dienstag bis Sonntag, also die ganze Woche. Was steht endet in 5 Tagen? Also ich gehe davon aus, dass er die ganze Woche geht, also genug Zeit. Aber wir machen es jetzt mal schon heute, oder ich mache es schon heute. Und zwar ist er diesmal Ruf der Freiheit, Feuerwerk, Barbecue und Freunde. Das habe ich doch. Der Bild ist, glaube ich, ein Mustang Boss Horizon Edition. Im wunderschönen Blau, nicht schlecht die Karre. Ein Feuerwerk, ja klar, Barbecue grillen, also was will man mehr, ne? Geile Karren, geiles Essen, nette Leute, also kann ich mir leben. Wir haben wieder 4 Sachen und auch diesmal 2 Autos zu gewinnen und davon kein einziger Porsche. So können wir heute nur Autos gewinnen, die wir schon mal gewonnen haben, die ich auch schon gewonnen habe, auch in den Videos. Ja, dazu kommen wir gleich. Das erste wäre die Freiheit der Straße. Schließen Sie 3 Rennen in einem klassischen Muscle Car ab, um den. Sie, ja, Entschuldigung, um die 70er. Chevrolet Chevelle Supersport HE und 50.000 Credits. Naja, auch nicht schlecht. Kann man sich mal gönnen. Dann noch, was wir heute jetzt nicht machen werden, dieses eine, Zusammentreffen. Schließen Sie ein Online-Abenteuer ab, um 3 Lose zu erhalten oder zu gewinnen. Aber die 3 Lose, die kommen jetzt gleich noch. Dann noch Luftsprünge. Verführen Sie 20 ultimative Sprungfähigkeiten, um den Ferrari 599XX zu gewinnen. Oh, Ferrari. Und noch Rallye-Schlachtruf. Schließen Sie ein Rennen in einem klassischen Rallye-Auto ab, um 55.000 EP und 120.000 Credits zu erhalten. Also auch ganz nett. Und wir fangen erstmal an mit den Losen. Denn beim letzten Forza, da gab es jetzt, glaube ich, auch 3 Lose zu gewinnen. Und die habe ich jetzt auch über. Die machen wir jetzt mal direkt am Anfang. Quasi als Entschädigung. Also wir haben den Preis trotzdem, aber halt nicht durch dieses gewonnen. So. Corvette kann ich gewinnen, der Alte. Ja. Geld, Geld, Geld. Ja, fick dich, Forza. Fängt ja nett an heute. Beleidigung. Holden Toranaheus Edition. Habe ich noch nicht gehabt. Oder. Ja, einen gammeligen alten einfach mehr. Der. Alter, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Der ist doch scheiß hässlich. Also, nee. So, und unten Nummer 3. KTM habe ich schon. Geld, Geld, Geld. Ja. Wollen wir noch nicht so sein. Und zwar fangen wir heute an mit den 20 ultimativen Sprungfähigkeiten. Ich bin ja natürlich, wie man das sehr schwer erkennen kann, am Flughafen. Bei diesen Schiffswracks bin ja im Talbot Sunbeam Lotus. Den bin ich auch schon gefahren. Ich glaube im Blizzard. Nee. In Verona bin ich den gefahren. Und sonst weiß ich gar nicht. Gar nicht mal so oft eigentlich. Aber es ist ein geiles Teil, muss ich sagen. Der sollte reichen für die ultimativen Fähigkeiten. Also wir müssen schon ordentliche Distanz zurücklegen. Ich denke mal, der ist schnell genug dafür. Okay. Der ganze 17 Meter war schon ultimativ. Ich will einfach mal rumfahren. Sollte auch dann auch schon reichen für 20 Fähigkeiten. Ist eigentlich gar nicht mal so viel. Man muss auch gar nicht so übertrieben weit springen. Man muss ja nicht 100 Meter weit springen. So ist es ja auch nicht. Nur wer es kann, der kann es, ne? Ich glaube, ihr wollt wieder Musik hören, oder? Wollt ihr? Let's go. Tja, das waren sie auch schon, ging schnell. War noch erst von 20, ist kein großartiges Ding. Die Punkte einsacken da oben. Nette Kette da oben. Ja, 200.000, 3.000 Punkte, ich würde sagen, kann man machen. Und dann haben wir den Ferrari. Die habe ich auch jetzt schon was zu sagen. Natürlich, werdet ihr jetzt vielleicht denken, ja, dann fahr den doch auch mal heute, wie du es eigentlich sonst mal machst. Ja, nur den gab es ja schon mal im Forzathon zu gewinnen, bin ich auch schon mal gefahren. Und zwar einmal im Forzathon und auch im Let's Play, deswegen werde ich euch jetzt, ich denke mal in der Videobeschreibung sowieso und vielleicht noch irgendwie in so einer Art Endcard. Die Forzathon-Folgen von den beiden Autos und von der Chevelle, halt auch und von die Let's Play-Folge oder die beiden Let's Play-Folgen von dem 509 verlinken. Weil die jetzt nochmal zu fahren macht für mich, finde ich, keinen Sinn. Ich habe das schon mal ausführlich gemacht. Deswegen, das reicht, glaube ich. Also, wer Bock habt, muss irgendwo in der Videobeschreibung stehen oder vielleicht in der Endcard. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber in der Videobeschreibung, da sollte es auf jeden Fall stehen. Naja, wir machen weiter. Genau, wir haben jetzt eine Sache geschafft, glaube ich. Genau. Nämlich das dritte und weitermachen tun wir jetzt mit dem Rennen im klassischen Rallye-Auto. Und zufälligerweise ist das dieser Talbot. Ja, Mensch, ist aber auch ein Zufall heute. Nein, natürlich ist es eins und wir fahren. Nehmen wir das hier einfach. Ist ja relativ nah. Das nehmen wir schnell. Nein, Anna, ich brauche nicht wenden. Ich fahre mal geradeaus. Okay, wird eines diese Wiese.
Ja, den Montana. So, den Erfolgstracker mache ich aus, weil den brauchen wir nicht. Den Rest kann ich selber erzählen. Ich meine, nur ein Rennen abschließen, nicht gewinnen, das ist scheißegal. Das gefällt mir wieder. Also man hat quasi überhaupt keinen Anspruch. Man kann quasi Letzter werden, mega scheiße fahren, Landschaft genießen, trotzdem die geile Belohnung kassieren. Ja, so läuft das halt, ne? Mein Fahrzeug ist auch eine gar nicht mal so schlechte Einnahmequelle für Credits und DP. Achso, hier ist es ja schon. Yep. Typisch Fabian. Fährt immer irgendwo vorbei. Und das nach über 800 Stunden. Läuft bei mir. Wir machen natürlich ein Fanrennen. Und zwar natürlich Classic Rally machen wir. Auch dann Mini. Und hier wunderschöner Lunch hier am Nachmittag bei den Regen. Das passt soweit. Ein kleines Sprintrennen. Ist ja egal, welches Rennen wir nehmen. Ich könnte auch auf Asphalt fahren mit dem Ding, aber nein, warum? Was ich ja vorhin gesehen habe, in der Lackierung von dem Wagen, die hieß JDM. Welchen wir so? Ich bin jetzt nicht genau sicher, aber ich glaube, Talbot ist auf jeden Fall keine japanische Marke. Hat auch noch nichts wirklich mit japanischen Autos zu tun. Warum JDM? Warum man diese Karre komplett tief legt und Tiefbettfelgen drauf macht? Das verstehe ich auch nicht. Das ist ein Rallye-Auto. Kein Tuner. So, er regelt. Da glaube ich auch schon eine Serie, Allrad. Kleine Dinge. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Golf, finde ich. Oder hat noch so ein alter Fiesta. Der sieht auch ziemlich ähnlich. Hallo Mini. Hallo Volvo. Dieser Volvo, ne? Dieser 242. Der sieht, glaube ich, mit einem Bodykit oder so und halt mit so Teilen richtig geil aus. Die gibt es in Forza nicht wirklich. Aber so an sich sieht er richtig geil aus. Volvo. Oh, hallo. War doch nur das Spoiler sogar. Die Volvo Gang. Ja, Volvo baut doch ziemlich geile Autos. Klingt immer relativ langweilig oder halt nicht so wie die krassen Sportwagen und irgendwas bekannt, aber jetzt auch so ein, weiß ich, S60 oder V60 Polestar. Ich meine, der geht auch ordentlich ab, ne? Mit über 300 PS. So. Bremse. Naja. Lass mich mal so stehen. So, gleich wieder Wasser. Kann der Wagen aber nichts anhaben. Kein Problem. Der Volvo, der ist ziemlich schnell hier anscheinend. Ist uns dicht auf den Fersen. Naja, aber wenn der überholt, dann schlage ich zurück. Nein. Aber mal gucken. Ja, den Streckenabschnitt, den hasse ich. Von der Strecke. Den kann ich mal, da verkacke ich meistens mega. Dass ich hier gegen die Steine fahre zum Beispiel. Das ist auch schon öfters passiert. Let's Play, glaube ich, auch schon öfters. Hat trotzdem eine coole Strecke. Weil der Wagen ist ja auch noch relativ langsam, das geht auch noch klar. Wenn man das zwei Jahre lang fahren, das stelle ich mir scheiße vor. Ja. Ich komme perfekt gefahren. Also perfekt scheiße gefahren. Jedenfalls nach vorne, zum Glück. Schwierigkeit wie immer auf Profi gestellt. Also ein unter unschlagbar. Könnt ihr auch mal versuchen, theoretisch wieder hochzustellen. Das heißt wieder, oder mal versuchen, auf unschlagbar zu stellen. Habe ich das nicht sogar schon mal gemacht? In irgendeiner Folge für ein Rennen? Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Kann aber echt sein. Oh. Ja, Rennen, also Konkurrenz, ihr seht, naja. Eher nicht so. So, sechster Gang. Ja, der wird es echt gut. Fahre ich auch sehr gerne. Fährt sich auch auf Pleasant Mountain richtig gut. Ein tolles Auto. Und zack, durchs Ziel. Naja, mein erster. Dann direkt zwei Volvos. Und die Minis eher so hinten. Tja. Und auch Erfolg Numero 2. Ja, bei EP unten wieder massig Kohle. Nehme ich natürlich immer gern. Weil genug Geld kann man nie haben. Und wir haben auch bald einen Wheelspin. Und zwar quasi den besonderen Special 600. Der natürlich der nächste Special sein wird. Nicht so wie den Forza 6, Alter. Das war geil. Das weiß ich noch. Das war bei jedem vollen 100er Wheelspin. Also bei 100, 200, 300 und so weiter.
konntest du immer halt viel mehr Geld gewinnen als sonst. Sonst war das ja immer maximal 1 Million oder halt ein vielleicht sogar noch wertvolleres Auto als Hauptpreis. Aber den Wheelspins, da war das halt bei 100 waren es 10 Millionen, bei 220 Millionen. Bei mir eben halt bei Level 500 konnte ich 50 Millionen gewinnen. Habe ich auch ein Video zu gemacht damals, vor einem Jahr ungefähr. Und ich habe irgendwie so einen Kackpreis gewonnen, hat mich so geärgert. Ist ja 50 Millionen! Und dann so, aha, Kackpreis gewonnen. Das war falsch. Genau, hier unten. So, ich finde es heute noch eine Sache, und zwar mit die Sache mit dem Muscle Car. Da werden wir gleich sehen, was ich für ein schönes Auto genommen habe. Stutzen und noch größere Starallüren bei der Muscle Car Klassikermeisterschaft. Oh yes, natürlich habe ich hier nichts Geringeres als eine gute alte Camaro. Ich bin eigentlich ein riesiger Camaro-Fan, vor allem von der alten, weil hier 69er Camaro SS, das ist einfach ein wunderschönes Auto. Und halt ist das Ding noch viel besser und brutaler mit einem netten Kompressorchen, den ich hier reingemacht habe. Und oh, das wird geil. Ich meine, der Sound, ne? Auch die Optik von dem Ding, das ist einfach geil. Der Wagen ist, glaube ich, sogar nicht mal komplett tiefgelegt und auch nicht mal die größten Felgen, bei weitem nicht. Weil auf so einem Altmassaker so die übertrieben riesigen Felgen, das ist auch nicht so schön. Ich habe es eher schlicht gemacht, das Auto. Also für meine Verhältnisse. Aber wirklich kein Auto, das ist einfach von den alten Muscle Cars das, was ich am schönsten finde, mit Abstand. Da kommt echt nichts ran. So, Renner Nummer 1 von 3. Okay. Hat einer echt einen ziemlich guten Start. Wahrscheinlich Allrad. Ich hoffe, der Ton ist vielleicht laut genug, aber der Kompressor. Ich habe ja im Spiel kaum ein altes Muscle Car, welches ich auch wirklich getuned habe, das keinen Kompressor hat. Also ich Kompressor finde ich geht irgendwie bei sehr vielen Autos richtig gut. Oder halt auch wirklich gut ist, finde ich, beim Diablo SV. Ich meine, das ist gut, das ist ein V12 Sauger, da macht man keinen Kompressor rein, aber wenn ich baut, wenn ihr das Game habt, ne? Ich habe es schon wahrscheinlich 50 Mal schon vorher mal gesagt. Aber wenn ihr das Game habt, holt euch mal den Lamborghini Diablo SV von, weiß ich, 1997 oder so. Ende der 90er. Und baut da mal einen Kompressor rein. Okay, das hat man drin schalten vielleicht. Und ich baut da mal den Kompressor rein und dann drückt mal richtig hart aufs Gas. Der Kompressor, der ist so laut, der ist lauter als der V12 vom Lambo. Das heißt schon was. Das ist geil. Das ist einfach nur, das ist. Oh, ich weiß nicht. Der Wagen auch 6 auf Rädern, auch in diesem schönen Rot. Das gefällt mir auch sehr gut. Wie zu wenig Leistung, oder wie? Okay, jetzt. Wie nennt er mir der Pontiac? Aber Alter. Alter! Geiler Sound von dem Typen, ne? Ach so, ja. Ich hätte nur 4 Gänge. Ich brauche mehr Gänge, aber halt sehr lang übersetzt. Auch halt so ein bisschen Muscle Car Style. Schön cruisen. So. Gönn ist mir scheißegal. Ich denke, Podium sollte drin sein. Dem Ding hier. Und noch vielleicht was zur Idee. Ich meine, wer es nicht weiß, am 1. jeden Monats erscheint meistens. Nicht immer, aber meistens halt ein Carpack. Und am nächsten Z Dienstag meine ich, falls ich Montag gut, ich meine natürlich den ersten Dienstag im Monat. Da erscheint dann eigentlich oft ein Carpack. Kommen ja monatlich. Und das ist ja eigentlich heute wieder so weit. Das ist der erste Dienstag des Monats, der 4. Juli. Aber ich denke mal, aus zweierlei Gründen wird wahrscheinlich keins kommen. Ihr werdet es ja morgen wissen. Ich halte jetzt keine Zeit noch nicht. Ich nehme jetzt gerade hier, warte mal. Um 15:30 Uhr auf, ungefähr. Ich glaube, es kommt halt immer sonst mit dem Update 19 Uhr. Oder noch ein bisschen. Aber aus zweierlei Gründen würde ich sagen, kommt keins. Erstens heute ist Forzaton. Ich glaube, es ist nicht gleichzeitig Forzaton und Carpack. Ich mache, glaube ich, nur eins von beiden. Das zweite, weil ich mich nicht ganz irre, ist heute halt der 4. Juli, das weiß ich ja. Aber heute ist auch ein besonderer Tag für die Amis. Das war der Independence Day, Nationalfeiertag. Soll auch der Tag gewesen sein, hier wegen der Unabhängigkeitserklärung. 1776. Oder die 13 britischen Kolonien sich unabhängig gemacht haben. Quasi die USA entstanden ist, wenn man das so sagen kann. Ich denke, auch aus dem Grund wird heute kein Carpack kommen. Was halt auch mehr oder weniger ein Feiertag ist. Naja, werden wir, werdet ihr dann
morgen wissen. Ich heute Abend werde es auch besser wissen, ob es kommt oder nicht. Aber ich sage, es kommt auf keinen Fall eins. So, der Sound von dem Typen hier vor mir. Eieiei, es war ein bisschen spät. Ey! Meine Güte. Die habe ich jetzt wieder. Sorry. So eine Quereinlage hier noch. Ja. Und Sterbeinlage auch noch direkt hinterher. Komm. Gleich letzte Kurve. Aber immer ein zweiter. Reicht mir vollkommen. Ey, der geht aber auch ab hier, ne? Meine Fresse. Ich weiß, was man da drin haben muss, aber überholen? Nein. Wird nicht, mein Freund. Ja, das ist mein zweiter Platz. Was ist denn da gefahren? Eine Z28? Oh, sogar ein Holden Monaro GTR. Ist geil. War mal geil. Ja, aber war ein geiles Rennen, muss ich sagen. Wieder gute 60 Punkte geholt für die Meisterschaft. Aber es macht dieses Mal wirklich vollkommen egal, ob ich die gewinne oder nicht. Das werden wir dann einfach sehen, was wir daraus machen. Wieder unsere Belohnung einhausen, mal einsammeln. Immerhin 22.000 Credits. Immerhin. Und 14. Ja, nicht. Achso, 600 sind wir. Geil. Ich muss aber sagen, es hat von 500 bis 600 Ewigkeiten gedauert. Hat sich, glaube ich, sogar über teilweise Monate hingezogen. Und es wird ja auch pro Levelaufstieg immer mehr zur nächsten Stufe. Und das dauert halt wirklich Ewigkeiten. Nee, aber war wirklich, finde ich cool. Das zweite Rennen hier in der Meisterschaft. Im schönen Camaro. Das gibt's natürlich für euch wieder mal mit Musik. Zack, geschafft. Geht doch. Geht doch. Damit sind wir auch erst der erste Platz hier. So gefällt mir das. Vor einem Challenger. Auch ein geiles Teil. Auch wirklich extrem schön. Nur Camaro ist halt doch noch ein Stückchen besser. Das macht dann für die drei Runden 15.000 Credits. Und wie viel EP? 9.300. Na Mensch. Oh, das ist eine lila Corvette. Die sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Feier ich irgendwie. Ich meine, da muss man das Allrad haben nach vorne. Weil sie wieder nach vorne schießt, das glaube ich irgendwie nicht. Dass das so ein Heckantrieb ist. Oh. Ja, so ein paar Blechschäden, das verträgt der Wagen. Ist doch sowieso schon alt. Machen die ein oder anderen Beulen oder die ein oder anderen 20 Beulen auch nichts mehr. Das ist nämlich eine alte Corvette, oder? Eine C2? Mal lila. Oh, das sieht geil aus. Jo, hallo Baum. Schön, dich zu sehen. Komm rum.
Hallo, Businessplatz brauche ich auch, ne? So. Natürlich werden wir sehr fair nach vorne gekämpft. Wie man es von mir kennt. Ich will die Corvette ran. Also glaube ich eine Corvette. Das habe ich nicht erkennen können. So. Okay, die Corvette, die zieht weg. Scheint wohl sehr schnell zu sein. Die Kurve, die liebe ich ja. Da machst du einfach nur wupp. Wupp. Ja. Du musst gegen den Baum fahren. Sonst wird das alles nämlich nichts. So, da ist noch ein Daytona. Ja, moin. Doch hier. Der wollte da noch in rein? Naja. Gewagt, gewagt. Ich fahre ja was zusammen, ey. Das ist so scheiße, dass es auch noch unlustig ist. Na gut, wir sind trotzdem Erster. Das ist das Einzige, was aktuell zählt. Ich werde natürlich trotzdem gewinnen, die Meisterschaft. Was auch sehr wahrscheinlich so sein wird. Ja, Fabian. Die Straße ist in der Mitte. Die solltest du besser auch benutzen. Weil da kann man am besten fahren. Und nicht links und rechts auf dem Gas. Ist nicht so günstig. Die Kurve sah sie. In der Brücke davor. Ja gut, ein bisschen verbremst macht nichts. Haben noch Vorsprung, aber ich denke mal, die ziehen hier. Oh ja. Ach du Scheiße. Alter, wie viel Leistung die haben. Holy shit. Also würden die überholen können, wenn ich die lassen würde. Ich will mich ja sowas von abziehen. Aber nö, das wird glaube ich nichts mehr, mein Freund. Aber ey, der ist schon scheiße schnell, ne? Gewonnen ist gewonnen. Damit bin ich auch der Sieger der Meisterschaft. Ich glaube, es war eine Corvette von 1970. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Kann auch was anderes. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall Chevrolet. Da bin ich mir sehr sicher. So, gewonnen. So muss das. Und auch den letzten Erfolg für heute gemacht. Meisterschaft abgeschlossen. Auch wieder der Fuhrpark mit zwei Autos reicher. Vorerst. Ich denke mal, ich kann es ja mal so machen, ich kann erstmal warten. Und wenn einer möchte, wenn einer diesen Ferrari oder die Chevrolet möchte, dass ich, wenn er die haben möchte, für den, ich sag mal, günstigsten Preis. Ich werde das Ding für den günstigsten Preis sowieso reinstellen, die beiden Dinger, irgendwann. Aber vielleicht fragt jemand an, sagt, hey, kannst du mir den Wagen vielleicht geben? Kann ich gerne machen, ich stelle den für den günstigsten rein. Dann müssen wir gucken, ob ihr den Wagen kriegt oder nicht. Das kann ich auch nicht ändern. Aber wenn ihr einen haben will, ich kann den gerne für euch reinstellen. Bescheid sagen, ich werde den aber entweder spätestens Ende der Woche reinstellen oder ich vergesse es halt und mach's gar nicht. Kann natürlich auch passieren. Das wird ja auch A drücken. So, wieder 10.000 P. Ich werde vermutlich jetzt auch für die Leute, die nicht wissen, was jetzt eine Chevrolet Chevelle oder ein Ferrari 509XX ist, was ein bisschen was einblenden. Das waren die beiden also. Eigentlich ziemlich geile Karren, also der Ferrari zumindest, der Chevrolet, naja. Ist natürlich bei allem wieder Geschmackssache, aber ich finde es geil, dass es hier nochmal zu gewinnen gibt. Für die, die es beim letzten Mal nicht geschafft haben oder die den Wagen zu teil finden im Aktionshaus. Natürlich ist für jeden eine Möglichkeit. Und auch 2,509 schaden ja auch nicht. Kann ich, ist auch okay. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, beim nächsten Forzatoren. Dann müsste ja eigentlich dieses Wochenende gar keiner sein. Dann war das schon der für diese Woche. Wenn ich jetzt nicht ganz so blöd bin. Eigentlich bin ich immer blöd, aber gut, das ist eine andere Sache. Ja. Denn bis irgendwann, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, tschüss.